Diese Kameraeinstellung hier, ne? So, YouTube halt, ne? Nichts ist perfekt. Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Video. Wie du schon am Titelbild gesehen hast, baue ich heute mit euch eine Sitzbank. Und nicht irgendeine Sitzbank, sondern diese Sitzbank hat quasi ein Geheimfach, wo du deinen Tischdecken oder anderes Equipment oder Zeug reinlegen kannst. Das Projekt baue ich natürlich nicht alleine. Steffi spielt auch eine große Rolle. Hier fehlt noch ein gutes Stück. 1,20 sollte sie eigentlich werden. Ich musste Material sparen. Aber 1,20. Ich habe es aufgeschrieben. Danach habe ich nämlich auch den Stoff gekauft. Ich habe es aufgeschrieben. Nein. Dein Zettel habe ich mitgebracht. Blablabla. Kennt ihr sowas? Ich habe es aufgeschrieben, von ihr gegenzeichnen lassen. Mach die Bank 1 Meter breit, dann kriegt sie eine Meterbank. Und dann sagt sie, ich will eine 1,20 Meter Bank haben. Wollte ich, deswegen habe ich den Stoff so gekauft. Den Stoff haben wir so gekauft, du da war ich dabei, nicht aufgepasst, dass wir den umschlagen können öfters. Und da hat sie gesagt, der hat 1,40 Meter Breite, ja? Und dann haben wir 50 Breite Tiefe, 80 Tiefe genommen. Ich weiß es noch ganz genau. Ja, nicht alle. Die folgt natürlich am Ende des Videos, also das Video bis zum Ende ansehen. Würden wir uns riesig drüber freuen. Und von vornherein, lasst ein Abo da und ein Like, ein Handwerker-Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen und wie immer sehen wir uns nach dem Intro. Bis gleich. Für den Korpus der Bank habe ich mich für Eiche entschieden. Und zwar gibt es bereits Bohlen, auch im Baumarkt heutzutage. Die sind gehobelt. Die müsst ihr dann nur noch auf Breite schneiden und natürlich nochmal die Kanten hobeln. Dazu habe ich meinen neuen Abrichtdicken Hobel verwendet von Metabo. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Gerät. Darüber gibt es auch bereits ein Video, ein Auspackvideo. Da das ja eine Sitzbank wird mit Klappe, müssen wir natürlich einen Boden einbringen. Und dafür habe ich ein Falz hineingesägt und das Ganze habe ich mit meiner Tischkreissäge gemacht. Ihr braucht es dafür nicht unbedingt eine Oberfräse. Der Falz beträgt hier 15 x 15 mm und das Ganze habe ich problemlos an meiner Tischkreissäge zugesägt. So haben wir das Ganze auf Gärung geschnitten. Das ist wirklich die einfachste Verbindungsart, die ihr machen könnt, die richtig gut aussieht, die viel aushält, die wenig kostet. Einfach auf Gärung das Ganze. Jetzt werden sich bestimmt viele fragen, warum hast du das denn hier in dieser Tischkreissäge gemacht und nicht an deine Kapp- und Gärungssäge, die du im Hintergrund stehen hast. Die nehme ich meistens immer dazu, um Sachen abzulenken, um 90 Grad Schnitte zu machen. Da ist sie wirklich sehr genau. Aber wenn es darum geht, um Gradzahlen zu schneiden, beispielsweise 45 Grad und im Zehntelbereich, da ist so eine Säge etwas ungenau und da kann ich die auch nicht so einfach nachstellen. Hier mit meinem Tool, darüber gibt es auch ein extra Video, diesen Anschlag hier, damit kann ich das wirklich sehr, sehr filigran einstellen und kann wirklich im Zehntelbereich arbeiten. Und deswegen nutze ich ganz oder am meisten immer meine Tischkreissäge dazu. Und verleimen ist auch ganz einfach. Wir brauchen natürlich Holzleim und ich nehme immer ganz, ganz gerne hier so einen Rahmenspanner. Damit können wir einen Rahmen auf Spannung bringen, sagt ja schon der Name. Zusätzlich mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Paketklebeband drauf, damit wir das schön falten können und damit der Leim natürlich nicht rausquillt. Das mache ich mit 2 Stücken, weil ihr seht, das Ganze ist ja ziemlich breit. Also wir haben jetzt das Ganze auf 1 Meter gemacht und das kann ich ja wohl schlecht jetzt hier auf dem Tisch ausbreiten, deswegen mache ich das geteilt. Und dann gehen wir Leim an und falten das quasi zusammen, also ganz, ganz einfach. Und ein kleiner Tipp, ihr könnt, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht, das Ganze hier nochmal abkleben, falls dann Leim rausquillt, das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich, damit er dann nicht auf die, natürlich hätte man das vorweg abkleben müssen, damit er dann nicht auf die Oberfläche kommt, weil wenn ihr das dann später ölt, habt ihr dann so kleine Flecke. Das ist halt der Leim, der dann schon auf der Oberfläche sich niedergelegt hat, ne? Und dann ist das immer ärgerlich, da muss man das Ganze wegschleifen, man kommt nicht in die Ecken wirklich ran. Am besten wäre es natürlich, wenn wir 2 Rahmenspanner hätten. Dann könnt ihr nämlich oben und unten Druck ausüben. Aber einer tut es dann auch, wenn wir nochmal zusätzlich mit Klebeband arbeiten. So, den setze ich nämlich jetzt erstmal mittig an. Und dann können wir das Ganze auf Spannung bringen. Und jetzt könnt ihr hinten links in der Ecke sehen, dass dort, wo das Klebeband klebt,
da der Leim rausquillt. Und das verhindert jetzt natürlich, dass der Leim auf die Oberfläche geht. Also ihr müsstet das jetzt vorsichtig abziehen. Und in der Zwischenzeit, wo das Ganze trocknet, so, kümmern wir uns um die Deckelplatte und Bodenplatte. Und dazu nehme ich Multiplex, 15 mm starkes Multiplex, was ich mir zuschneide jetzt von Plattenzuschnitt 24. Ihr könnt euch das schon fertig zuschneiden lassen. Ihr könntet theoretisch auch diesen Korpus hier euch fertig zuschneiden lassen und alles zusammenschrauben. Da braucht ihr keine Tischkreissäge. Im Übrigen gab es letztens die Frage, wo ich einen Badezimmerspiegel gebaut habe mit Steffi. Warum? Oder beziehungsweise es gibt, wusste ich jetzt nicht, aber es gibt bei Plattenzuschnitt 24 auch Spiegelglas, was ihr euch zuschneiden könnt. Also das ist beschichtetes Acryl. Und wenn ihr diesen Badezimmerspiegel nachbauen wollt, ich verlinke euch mal das Video hier oben, könnt ihr natürlich dort auch das Ganze bestellen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, müsste das jetzt passen. Passt. Wir könnten das natürlich jetzt nochmal verleimen, aber ich glaube, das machen wir, weil ja kleine Kinder drauf sitzen werden. Muss auch nicht viel sein, eine Naht. Und dann werden wir das Ganze verschrauben. Und zwar nehme ich da 3x25er. Die Platte ist 15 dick. Das heißt, wir haben dann, gehen dann ungefähr 15 mm ins Material rein. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Und jetzt fräsen wir noch mal ein paar Rundungen hier ran. Kennt ihr wahrscheinlich schon, aber für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, nehme ich hier diese wunderschöne Fräse von Makita. Ist eine Handfräse, ein Handruter, ein Trimmer. Gibt es einen Kasten, also eine L-Box von, und damit könnt ihr wirklich ganz, ganz viel mitmachen. Also ist ideal für den Einsteiger. Gibt es auch ein extra Video von. Damit werde ich jetzt erstmal die Kanten abrunden und die Deckelplatte abrunden, denn die wird dann nachher nochmal mit Schaumstoff umzogen und mit Stoff. Das macht dann die Steffi. Also Steffi spielt auch mit. Und damit die Kanten schön rund sind und man sich keinen Splitter zufügt oder sich weh tut oder verletzt. Ne? Genau. Natürlich muss die Fläche auch noch geschliffen werden. Das Ganze habe ich jetzt mit einem Exzenterschleifer gemacht. Und worauf solltet ihr achten? Natürlich von der Deckelplatte. Die Rundung solltet ihr ganz leicht abrunden, damit der Stoffbezug nachher nicht dort einreißt. Das ist die Gefahr nämlich ziemlich groß. So, jetzt habe ich mich dafür entschieden, hinten bekommt, es ist ja quasi eine Truhe, die man vorne öffnen kann, kommt ein Klavierband hin. Warum Klavierband? Das ist ein ganz, ganz langes Band. 1,20 Meter lang, gibt es auch in unterschiedlichen Längen. Und das schneiden wir jetzt auf Länge zu. Das machen wir mit einer Flex. Und ich wette, dass Steffi hier Edelstahl nicht mag, sondern Messingfarben haben möchte. Können wir sie ja gleich nochmal fragen, wenn sie dann das Ganze sieht. So. Bevor wir das Ganze jetzt ölen, fangen wir mal mit den Füßen an. Das Ganze soll ja so einen Retro-Look erzielen. Und ich habe mir da schon, also ich war da ein bisschen faul, beziehungsweise wir haben schon mal ein Highboard gebaut. Da haben wir diese Möbelfüße hier verwendet und eine Wäschetruhe. Und die werde ich jetzt wieder verwenden. Was ich euch empfehlen kann, ist natürlich bei Parkett und Fliesen, nimmt Filzgleiter, und zwar diese zum Unterschrauben. Die werde ich euch unten in der Videobeschreibung auch mal verlinken. Ihr werdet es wirklich nicht bereuen, denn diese normalen Filzgleiter zum Nageln, einmal A vom Nagel, also beziehungsweise zum Nageln, die, da geht der Filzgleiter manchmal auch ab. Dann habt ihr diesen Nagel auf dem Boden und dann haut ihr euch voll die Schramm rein. Und die zum Schrauben hier, da habe ich wirklich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass sich das irgendwie schnell abnutzt oder dass es böse Überraschungen gibt auf dem Parkett. Und die sind natürlich nochmal leicht silberfarben, also passt eventuell ein bisschen zum Möbelstück. Das Ganze werde ich jetzt ölen, und Steffi wollte, dass ich das Ganze, boah, kriege ich die Schraube jetzt hier nicht rein. Steffi wollte, dass ich das Ganze
Transparentöle mit dem Hartwachsöl, also der Eichekorpus soll transparent werden. Und das ist jetzt Buche und jetzt muss ich das so ein bisschen anpassen. Ich weiß, dass sie wirklich sehr, sehr pingelig. Und dann nehme ich jetzt Hartwachsöl Teak von Psychos. Übrigens, wenn ihr mal wissen möchtet, ob ihr Öl einschleifen könnt, das erklärt euch Steffi, beziehungsweise wir beide. Darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich dir hier oben verlinken. Ist ganz interessant, also schau mal rein. So, und die Füße hier, die werden einfach nur jetzt eingeölt. Das Ganze werde ich dann zweimal machen. Wie gesagt, das erklären wir euch alles in diesem Video. Und das passt sich dann so ein bisschen den Korpus dann an. Ja, ich denke, das müsste passen. Passt doch, oder? Ich glaube, haben wir ganz gut angeglichen. Das Ganze lasse ich jetzt trocknen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Steffi wieder. Dann bauen wir das Ganze zusammen, polstern das und wollen mal sehen, was Steffi dazu sagt. Da ist deine Bank. Na, endlich! Was heißt hier, na, endlich? Meine Bestellung, meine heiß ersehnte Bestellung. Und mein Stoff, der wartet hier auch schon in ein paar Wochen, glaube ich. Ach komm, hör auf. Ich musste zwischenzeitlich hier dein Meerschweinchenkäfig bauen. Nein. Und das Hochbett und. Das Hochbett. Oh, ich bin kleiner als du. War letztes Jahr. Pst auf. Hier ist deine Bank. Fein. Ich habe den Zuschauern erzählt, dass wir das Ganze jetzt noch mit Stoff beziehen müssen, beziehungsweise mit Schaumstoff. Ja. Stoff hast du schon besorgt und Schaumstoff haben wir da liegen. Ist, was ist das? Selbstklebendes ist das, glaube ich. Ne? Ja, selbstklebend. 7 cm dick, 1 Meter mal 50, reicht für die Bank idealerweise aus. Ne? Hoffen wir. Wie du sehen kannst, habe ich den Deckel aus Multiplex geschnitten, also zugeschnitten. Ja, ich sehe das schon. Ja. Und ich würde sagen, wir bekleben das Ganze. So, die Bank haben uns eben mal schnell zur Seite geschoben. Und jetzt messen wir uns den Schaumstoff ab und ich würde jetzt einfach uns, dass wir die Platte so nehmen und uns einfach den Umriss schon mal anritzen. Und dann durchschneiden, ne? Genau, und von der anderen Seite auch nochmal und dann können wir den Rest durchschneiden. Hau rein. Pass auf, passt das so vorne an der Kante? Schauen wir nochmal. Ja, das passt so. Jetzt haben wir den Schaumstoff zugeschnitten. Das hat ganz gut funktioniert. Als Maßstab haben wir uns natürlich die Platte genommen, die wir auch verwenden wollen. Und das war eigentlich ganz gut, schön von beiden Seiten einritzen und dann in der Mitte einmal durch. Das muss natürlich das Cuttermesser schön scharf dafür sein. Ne? Da müsstet ihr drauf achten. Neue Klinge wäre vom Vorteil. Genau. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dieser Schaumstoff ist selbstklebend auf einer Seite. Ist natürlich ideal für so eine Bank. Ja, ist perfekt. Da rutscht das nicht so hin und her bei so einer Dicke wie mit 7 cm. Ja. Und wir haben uns auch gerade schon mal ein bisschen probeweise ein bisschen rumgehampelt da oben drauf. Die Dicke hält ein paar Popos aus. Ne? Ja, voll gut. Gut. Jetzt habe ich jetzt hier, oder du hast schon deinen Stoff, passt zu deinem Oberteil sehr schön. Ne? Ja, das ist super. Könntest du ein schönes Röckchen rausnehmen? Nein, das ist tatsächlich ein bisschen Zufall, aber gut. Machen wir jetzt mal weiter mit dem Stofftackern und dann kann es weitergehen mit den Scharnieren danach. Ne? Kennen bestimmt die einigen von euch und ja, zeig uns mal, wie das geht. Der ist richtig gut. Das heißt jetzt, wir würden den Stoff auf den Boden legen und die Klappe oben drauf? Oder? Ja, so würde ich es tatsächlich machen. Okay. Ja. Dann nehme ich mal die Klappe. Du hältst sie mal kurz, genau. Ja. Ja, ansonsten haben wir mal eine andere Werkstatt zur Verfügung. Heute sind wir bei dir zu Hause. Aber es geht auch zu Hause. Die Videos, die ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt, beziehungsweise die Projekte, die werde ich euch mal unten verlinken, bei Bedarf, sind wirklich ganz, ganz tolle Projekte für Kinder. So, dann machen wir wollen ja mal ein bisschen Stoff sparen auch. Ne? Ja, na, selbstverständlich. Übrig bleiben könnte, dann... Ja, das wird, glaube ich, zu knapp. Das wird zu knapp. So, ne? So. Könntest du noch eine schöne Handtasche draus nehmen? Na, ich will es halt hier auf jeden Fall an der Kante, muss es doppelt gelegt werden. Das würde auf jeden Fall passen. Mhm. Wenn hier du dich daran erinnern kannst, wir haben ja mal eine Wäschetruhe gemacht. Und da haben wir das Ganze mit Kunstleder bespannt, ne? Ja, wir aber sind schau wir, mal, meinst du, deswegen sind wollte ich, dass die Bank eigentlich größer wird, weil hier fehlt noch ein gutes Stück. 1,20 sollte sie eigentlich werden. Ich musste Material sparen. Aber 1,20. Ich habe es aufgeschrieben. Danach habe ich nämlich auch den Stoff gekauft. Ich habe es aufgeschrieben. Nein. Dein Zettel habe ich mitgebracht. Kennt ihr sowas? Ich habe es aufgeschrieben, von ihr gegenzeichnen lassen. Mach die Bank 1 Meter breit, dann kriegt sie eine Meterbank. Und dann sagt sie, ich will eine 1,20 Meter Bank haben. Wollte ich, deswegen habe ich den Stoff so gekauft. Den Stoff haben wir so gekauft, du da war ich dabei, nicht aufgepasst, dass wir den umschlagen können öfters. Und da hat sie gesagt, der hat 1,40 Meter Breite. Ja, und dann haben wir 50 breite Tiefe, 80 Tiefe genommen. Ich weiß es noch ganz genau. Ach, lappa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 lapp
gucken wir mal, ob das eine besondere Technik ist, aber die hat sich relativ bewährt. Ich würde jetzt hier an der kurzen Seite anfangen und das spannen wir einmal in der Mitte zuerst und fangen dann an mit Tackern. Ach, so schnell. Ja. Und gehen zur Seite hin. So, die Ecke würde ich jetzt freilassen und immer zur anderen Seite gehen. Gibt es für die Ecke nachher wahrscheinlich eine spezielle Technik, ne? Ja, diese Umschlagtechnik, aber... Die beim Geschenke einpacken. Ja, genau. Mal gucken, ob wir das sauber hinkriegen. Und bei der Ecke, gibt es da eine besondere Technik? Ich versuche jetzt hier erstmal diesen überschüssigen Stoff so gerade einzuschlagen auf wie beim Geschenk. Ecke, ein bisschen wie beim Geschenkpapier, so halb. Seht ihr, dass hier so eine Ecke über ist, die ich hier so reingeschlagen habe? Ja. Damit das hier an der Kante... Damit das eine gerade Kante gerade gibt, ist. Ihr könnt das natürlich auch schräg machen, aber dann, ja, ich finde es gerade noch schöner. Messingfarbenes Scharnier hätte, glaube ich, besser ausgesehen, ne? Ja. Hatte leider kein anderes, aber das kann man ja schnell auswechseln, ist ja nur geschraubt. Ja. Fertig ist die Sitzbank. Voll gut. Toll, ne? Yeah. Wie in der Schule. Wollen wir ein bisschen Sport machen jetzt? Nee. Meinst du Bockspringen oder was? Bockspringen? Nee, das ist schon gut. Das ist richtig schön. Gut gefedert. Ich freue mich schon drauf. Ja. Vor allem die Ecken. Die sind richtig schick geworden. Gefallen mir. Habe ich mir Mühe gegeben. Genau. Ne? Das war's auch von uns. Wie immer hoffen wir, euch hat das Video gefallen, beziehungsweise die Anleitung. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Genau. Und ich würde sagen... Ja, wir freuen uns über eure Kommentare, wie ihr das gemacht hättet, ob ihr den kleinen Stoff gewählt hättet oder... Passt ja, ne? Vielleicht habt ihr auch richtig tolle Tipps für die Ecken, wobei ich denke, das ist schon ganz gut so, ne? Was ist unser nächstes Projekt? Esstisch? Esstisch. Oder Kommode? Oh, ja. Oder Kommode. Ja, okay. Also wir haben genug zu tun, wie ihr seht. Genau. Bis nächste Woche Freitag. Viel Spaß beim Gucken. Ciao. Ciao. So, kriege ich jetzt einen Kaffee? Ja. Mit Liebe gemacht? Sag mal. Das gibt's. Dann lass uns die mal ins Esszimmer tragen. Reicht das jetzt so? Mhm. Komm. Juhu. Freust du dich, oder? Ja. Ja, voll. Cut. Was? Tommy.